Hallo ihr Quirlinge! Merit präsentiert euch stolz seine neueste Errungenschaft, denn er hat sich sein Häuschen vollgestellt mit 3 weiteren großen Gewächshäusern, die hier jetzt ein Drittel der gesamten Wohnfläche einnehmen, fast. Er hat einige weitere Fenster in die Wände gebrochen. Das braucht man nicht, das ist nur aus rollenspielerischen Gründen so, dass hier in diese Gewächsanlagen auch ein bisschen Licht eindringt. Und die sind besonders gut, um Pilze zu züchten. Das habe ich auch schon getan. Ihr seht, hier sind einige Waldpilze drin, einige viele. Man tut 4 Waldpilze hinein mit Wasser und am Ende hat man, glaube ich, so 14 bis 16, die man da ernten kann. Insofern haben wir mehr als genug Waldpilze jetzt. Hier sind noch einige mehr und brauchen die auch nicht mehr zu sammeln im Sumpf. Außerdem habe ich einige Gräbenpilze vermehrt, die jetzt hier auch schon auf Halde liegen. Das geht genauso mit der Anpflanzung Pilze. Man braucht dafür aber das Sumpfwasser. Und das hat mich alles in die Lage versetzt, dass ich nun im Inventar 20 Cremepilze und 20 Waldpilze habe und auch 10 Garn. Damit kann ich mir ein Pilzamulett basteln. Das mache ich gleich, oder eine Pilzkette vielmehr. Aber das Hauptziel dieser Episode soll es sein, dass wir uns mit Jade beschäftigen. Wir haben einiges davon und wollen schauen, was man damit machen kann. Das ist einiges, einiges vieles. Aber zuerst ist, glaube ich, diese Pilzkette wichtiger. Und die machen wir, ich glaube, am ganz normalen Handwerkstisch. Mit Hilfe des Pilzanbaus habe ich übrigens auch jedes Fleisch in Gulasch verwandelt, was ich hatte. Denn das ist ja unsere neue Supernahrung. Aber hier die Pilzkette, die macht nämlich Giftwiderstand 30. Und ist besser oder wichtiger als so ein Hitzeschutzamulett, was wir nur brauchen, wenn wir in die paradiesischen Inseln aufbrechen, um dort irgendwas zu holen. Aber jetzt, komm, zieh das mal an. Und sehe ich deinen Giftwiderstand irgendwo? Hier. Ah, erlittener Giftschaden, jetzt nur noch die reichliche Hälfte, das ist gut. Dieses Hitzeschutzamulett, das tue ich mal hier irgendwo hin, in der Hoffnung, dass ich es dann doch jemals wiederfinde. Das sind Augen aus dem Sinn. Ja, und jetzt ist die Jade an der Reihe. Jade, die wir hier irgendwo haben. Ich glaube, hier habe ich es irgendwo abgeladen, genau. Wir brauchen nur einen Brocken, um es zu erkunden, aber dann geht es halt an die Verarbeitung. Das wird kosten und dauern. Oh, hier liegt Müll. Was ist denn das gewesen? Ach, weiß ich nicht. Dann also Entdeckungstisch. Jadeverarbeitung. Wir brauchen einmal Jade, 3 Papyrus und 10 Tinte. Die hatte ich noch von der letzten Episode. Walte deines Amtes, Merit. Und beschere uns ein neues, faszinierendes Wissensgebiet. Das ist die Jadeverarbeitung. Und wir gucken mal draußen. Das ist jetzt schöner Sonnenschein. Was das eigentlich... Ach nee, wie sind das? Ach stimmt, ich muss das ja drinnen angucken, richtig? Ja. Also Jadeverarbeitung ist abgeschlossen. Hier kann man es auf einen Blick sehen, so war das. Also, wir können einige Werkzeuge basteln. Eine Zange, eine Waage, eine Nadel. Das ist alles wichtig, aber nicht wichtig genug. Jadepulver. Tja, was macht man denn damit? Weiß ich nicht. Jadeverschluss, das ist für die Rüstung garantiert wichtig. Sowie für den besseren Rucksack. Das ist also nicht zu beachten. Ein Jadebarren. Okay, man scheint Jade wie ein Metall behandeln zu können. Aber Jade ist kein Metall. Naja, gut. Und hier die verschiedenen Werkzeuge und Waffen. Insbesondere auch ein Schild. Und verschiedene Amulette. Hier, Amulett des Giftwiderstands. Ist noch besser als das, was wir da haben. Wir brauchen... Achso, das können wir jetzt hier basteln. Warte mal, dann gucken wir uns das am Tisch an. Wir haben ja hier einen Schmucktisch. Und hätten jetzt ein schwaches Amulett der Ausdauer. Dafür bräuchten wir ein Jadeblech. Ein Amulett des Giftwiderstands. Das ist noch besser als die Pilzkette. Dafür bräuchten wir diese Giftzähne, 3 Jadebrocken und ein Jadeblech. Und ein Amulett der Geschwindigkeit. Aha. Und der Schneidertisch sagt mir gleich, was ich brauche, um mir so eine bessere Rüstung zu holen. Beziehungsweise wir gucken uns erstmal an, was das eigentlich alles bedeutet. Von den Werten her. Wir fangen mal wieder beim Hut an. Können wir? Nein, können wir gar nicht. Die Eulenmaske?
Ach, die Maske können wir noch gar nicht machen. Interessant. Was geht denn überhaupt? Es geht noch gar nichts. Die neue Rüstung geht noch überhaupt nicht. Weil... Also ja, der Verschlüssel gehen schon. Das ist aber auch das Einzige. Oder? Ja, der Verschluss und dieser große Rucksack. Richtig. Der große Rucksack. Da, der da. Inventargröße 24. Wir haben gerade die Palmenblatttasche. Die hat 16. Das ist die Steigerung um 50%. Das möchte ich gerne haben. Wir brauchen dafür Jadeverschlüsse. Und um Jadeverschlüsse zu machen, brauchen wir ein Jadeblech. Um ein Jadeblech herzustellen, brauchen wir am Amboss einen Jadebarren. Lass mich raten. Genau. Und um einen Jadebarren zu machen, brauchen wir am Schmelzofen höchstwahrscheinlich. Jadepulver. Okay. Oh, wir brauchen für Jade Eisen und Kupfer. Au, jetzt geht's aber richtig als eingemacht. Und Perlmutt. Oh, das ist jetzt richtig übel. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden das ganze, die ganze Jade, die wir haben, hier durch den Mahlgang jagen. Das ist ein falscher Satz. Auf jeden Fall werden wir es durch die Mühle jagen, sagen wir so. Genau. Und das dauert auch gar nicht so lange, wie ich befürchtet habe. Deswegen lasse ich das mal gerade durchlaufen. Und da geht's weiter im einsetzenden gewirrländischen Regen. Merit hat sich etwas luftiger angezogen, damit er hier ein bisschen schneller ist. Und hat sämtliche Jade zu Jadepulver verarbeiten lassen. Und ja, dann kommt ja der Schock. Also es kommt der Schock und die Erleuchtung. Die Erleuchtung, wie man Jade schmieden kann, kommt einfach hier durch. Denn die Jade wird mit Kupfer und Eisen zu einer Legierung geformt. Und deswegen ist sie am Ende ja wie Metall schmiedbar und verarbeitbar. Das Problem ist, dass ich jetzt natürlich keine Kupfervorräte mehr habe. Ich habe nur noch 6 Kupferbarren. Das reicht nicht mehr für einen ganzen großen Stapel hier. Und deswegen breche ich erstmal ab jetzt hier mit der Jadeverarbeitung. Ich habe 20 Jadebarren erstellt. 2 davon schon in Jadeverschlüssel umgebaut. Denn wir möchten ja ganz gerne jetzt hier uns eine Tasche basteln. Dafür brauchen wir 4 Krokodilleder, 4 ordinäres Leder und 20 Stricke, Schnure, Schnüre, Garne. Ich hoffe, das habe ich noch. Ja. Wie viel waren es? 4? Oh, 1, 2, 3, 4. Ja, was waren es? 4. Und 20 Garn. Kack, 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 kack. Ihr kackt mir ja den ganzen Hühnerstall voll, ihr Viehzeug. Na dann, also auf geht's. Macht ihr einen großen Rucksack. Das ist dann die größte Tasche, die wo gibt. Also ja, ist ja nichts mehr, was uns noch nicht zur Verfügung steht. Forschungsmäßig. Und das wird ein großer Schritt nach vorn sein. Mit 2 weiteren Reihen hier im Inventar. Wow, da können wir grinden, Merit. Da musst du echt arbeiten. Und ich auch. Und gleich ist es soweit. Die Tasche aller Taschen. Da ist sie. So. Was? Echt nur eine Reihe? Plus 16, plus... ja, plus 8, richtig. Oben hatten wir ja schon originäre Inventargrößen, richtig. Also immerhin plus eine Reihe, aber das ist auch gut. Diesen Palmenrucksack, den würde ich jetzt auch mal zerlegen. Den brauche ich nicht mehr. Was kommt denn da raus? Irgendwas, was ich brauchen kann? Jade vielleicht? Ha? Naja, immerhin. Gut. Ja, wir können noch keine Jade-Rüstung schmieden, habe ich gerade gesehen. Weil... Oh, Moment, hier müssen Jade-Lederfetzen rein. Weil wir dafür noch was brauchen, nämlich Alchemie Rang 2. Können wir denn hier schon Jade-Schild und Co. machen? Geht das? Ah ja, Jade-Kampfschild, der geht. Blockwahrscheinlichkeit 20%, das ist gut. Wir brauchen dafür 20 Bretter, 10 Nägel und ein Krokodilleder, oder? Das machen wir uns. Merit, das kriegst du. 20 Bretter, 15 Nägel. Bau dir einen neuen Schild, einen besseren Schild. Jade-Kampfschild herstellen.
Was ist mit einer Jade-Waffe, also einem Jade-Schwert? Ach, das geht am Amboss, richtig. Das hier ist ja der Fernkampfwaffen- und Schildtisch. Und da haben wir ihn. So, höhere Blockwahrscheinlichkeit und mehr Rüstung. Er erlitt noch Schaden 55. Achso, Moment, da muss man auf das hier. 34%. Jetzt sind es noch. Oh, bleibt dabei. Schade. Aber den können wir auch gleich zerschrotten. Der ist nicht mehr so gut. Und das nächste, was gemacht werden müsste, ist es vielleicht, ein Jadeschwert zu basteln, wenn das geht. Diese komische Eulenrüstung, das geht noch nicht. Und ich würde die Jade jetzt auch nicht für irgendwelche Werkzeuge hier ausgeben. Dafür ist sie gerade zu kostbar. Das heißt also, Amboss, komm her. Ah, du hast was Neues, das klingt schon mal gut. Und das Neue, was du hast, ist, Trommelwirbel, hier, ein Jadeschwert. Das kriegen wir auch hin. 3 Stöcke, 4 Leder, 1 Krokodilleder. 3 Stöcke, 4 Leder und 1 Krokodilleder. Merit, neues Schwert jetzt herstellen. Den Streitkolben werde ich nicht machen, den Speer nicht. Das Messer werden wir für die entsprechenden Stationen hier brauchen. Jadeeimer, Spitzhacke, also Spitzhacke, Axt, Schaufel, dann für hier unten. Und Eimer, Messer und so weiter für die entsprechenden Werkbänke. Sehr gut. Das Jadeschwert hat Angriffsschaden 31 gegenüber, Moment, gegenüber 20, boah, plus 50%. Das wird sich bemerkbar machen. Im Moment hast du einen Schaden pro Sekunde von 41,16. Oh, fast 60. Wow. Diese 50%, die ziehen sich echt durch. Krass. Merit, das werden die Spinnen aber sowas von merken. Und damit bin ich jetzt schon beim Thema, weil es macht nicht viel Sinn, jetzt hier weiter in Quirland rumzuhocken. Wir müssen wieder ein bisschen was erkunden. Ich möchte gerne jetzt in dieser neuen Montur mit besserem Giftschutz durch das Pilzamulett. Wobei, da könnten wir vielleicht noch mal kurz schauen, ob wir das nicht noch verbessern können. Aber grundsätzlich würde ich ganz gern in die Höhle zurückkehren. Und dann Offcam zwischen der und der nächsten Episode dann ein bisschen Kupfer holen, noch aus dem Canyon, da gibt es noch ein paar Adern. Aber wie sah das hier aus? Amulett des Giftwiderstands. Ich habe alles zerschrotet, das ist natürlich nicht so gut. Aber das haben wir dann ja bald. Also ein Blech kann man schon mal machen. Und sobald wir 3 Jade haben, können wir uns einen höheren Giftwiderstand holen. Also mach hier bitte noch ein Jadeblech. Und ansonsten geht das, was ich an Jade habe, das ist ja schon irgendwie so halbwegs alles verarbeitet, hier mal rein. Wir brauchen auch jede Menge Perlmutt für die Jadeherstellung. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, weil die Muschelfarm zwar stetig, aber doch sehr langsam vor sich hin arbeitet. Jetzt weiß ich, warum es hieß in den Kommentaren, du brauchst mehr als eine Muschelfarm. Aber mal gucken, wie gut ich hier durchkomme mit der einen. So, mehr können wir im Moment nicht machen. Die Geister haben nichts zu tun. Das ist leider so. Das Blech kann da liegen bleiben. Hier am Alchemietisch habe ich ein bisschen neue Tinte angesetzt. Denn wir können ja munter weiter erforschen. Wir können jetzt Tränkekunde machen. Wir brauchen dafür lediglich einen Bottich Sumpfwasser. Den muss ich besorgen, müssen wir dran denken. Bauarbeit Level 3, dafür brauchen wir diese Hybridkartoffeln, die muss ich züchten über den Gärtnertisch, das kriegen wir theoretisch auch hin. Und das, was hier danach kommt, das sind alles Sachen, die wir wohl erst im vierten Gebiet bekommen. Aber Alchemie ist noch wichtig, weil das brauchen wir für diese Eulenrüstung. Und dafür brauchen wir Tränkekunde. Wenn wir die dann haben, brauchen wir nochmal 10 Tinte, nochmal 3 Papyrus, kein Problem. Was ist das hier? Sumpfdill. Aha, wir müssen Sumpfdill besorgen. Irgendwoher. Frage, ist Sumpfdill dann auch Bestandteil dieser Rüstung? Sonst macht es ja nicht viel Sinn, dass wir die Alchemie dazu brauchen. Gucken wir. Die Eulenmaske braucht... Hier, was ist das? Gegenmittel. Gegenmittel schlechte Qualität. Ach, das ist gegen Gift wahrscheinlich.
Ah, das können wir mit Sumpfdill dann höchstwahrscheinlich am Alchemietisch zusammenrühren. Haben dann so ein Gift-Debuff. Also Gift. Anti-Gift-Buff, sagen wir so. Gegenmittel ist das, wie ich das denke. Ne, hier ist das gar nicht. Erstaunlich. Am Gärtnertisch mache ich das nicht, ne. Dann wohl an der normalen Werkbank, was aber seltsam ist, weil. Warum haben wir denn einen Alchemietisch? Oder muss man das hier am. An der Küche machen? Nö. Da. Nö. Naja, das wird uns schon einfallen. Vielleicht auch eine Saftpresse oder irgendwas. Das kriegen wir schon irgendwie raus. Wichtig ist, dass wir jetzt in den Sumpf zurückkehren und weitere Sachen besorgen. Also Sumpfdill ist ganz wichtig. Der Rest... Achso, und Sumpfwasser natürlich. Aber vom Sumpfwasser brauche ich nicht viel. Und ich werde dann auch, wenn wir die erste Höhle mal hinter uns haben, dann auch mal einen ersten Teleporter anlegen, hier in der neuen Welt, in der Sumpfwelt. Damit wir hier nicht immer über den Altar hinlaufen müssen. So, Karte, komm her. Ah ja, das Wasser, das kann man gleich erledigen. Dann ist es gemacht. Jetzt holst du dir die ersten Giftschadenspunkte. Und ich mir einen ersten Stack Sumpfwasser. Der ist, wie gesagt, ja auch wichtig für den Anbau bestimmter Pilze. Und die wiederum brauchen wir für diese blöden Schleime. Und der ist wiederum dann wichtig für das Gegengift oder sonst irgendwas. Eieiei, Vorsicht! Bloß nicht da drin stehen bleiben und rumquatschen. Achso, wir müssen hier natürlich noch das richtige Schwert hinziehen. Stimmt, das Schwert habe ich jetzt gar nicht geschrottet. Das kommt dann noch. So, und ich möchte natürlich auch relativ viel Fleisch farmen, wenngleich das bei Spinnen nicht so gut funktioniert, was ich auch gut finde. Denn so ein Spinnenfilet im Gulasch gibt vielleicht eine etwas absonderliche Note, die ich nicht haben möchte. Dann bleiben wir lieber klassisch beim Echsengulasch. Ja, scheiße, wa? Mein Schwert ist jetzt gut. Also, besser als vorher. Es ist besser, aber nicht gut. Wobei, ist das das beste Schwert, was wir haben können? Oder gibt es dann in der letzten Landschaft, in der Eislandschaft, noch irgendwas Besseres? Wobei, ein Eisschwert wäre jetzt aber auch echt gewagt. Wenn du damit in die Wüste gehst, also in den Canyon oder in auf die tropischen Inseln, dann hast du die längste Zeit ein Schwert gehabt. Es gibt ja Eisverarbeitung, glaube ich. Das hat man, glaube ich, ja schon gesehen vorhin in dem Menü des Forschungstischs. Aber es gab da auch Obsidian. Ein Obsidianschwert könnte es vielleicht geben, wenngleich das auch sehr zerbrechlich sein müsste eigentlich. Ah ja, hier hatte ich eine Schneise geschlagen, richtig, um mal aufkam an die Waldpilze zu kommen, denn ich brauchte ja Saat und Zucht gut. Und da kam es halt her. Und da ist die Höhle mit den Spinnies. Und Merit ist langsam, aber das schert mich wenig. Rein mit dir. Also Merit, ich habe den Eindruck, dass wir die längste Zeit Force of Nature gespielt haben. Force of Nature 2. Denn ich glaube, wir sind schon echt weit. Ich gehe jetzt mal hier geradeaus durch diesen unbekannten Abschnitt und dann geradeaus da weiter in diese neue Höhle, in diesen Stollen, in diesen Gang. Guck, Spinnis. Ah, du bist auch schnell. Oh, das Jadeschwert ist auch... Moment mal. Angriffsgeschwindigkeit beim Stahlschwert 1,4. Beim Jadeschwert 1,45. Das Jadeschwert erscheint mir so viel schneller als das Stahlschwert. Aber ich glaube, da bin ich... sitze ich einer optischen Täuschung auf oder einem Trugschluss. Ich glaube, so viel schneller ist es gar nicht. Es macht halt nur... halt 50% mehr Schaden als bisher. Und das merkt man halt auch. So. Weiß man den Früchtekuchen? Jade brauchen wir.
Wobei ich mir relativ sicher bin, dass Jade nicht in Form von Stalagmiten existiert und vorkommt. Habe ich jetzt gerade echt meinen guten Schlag für dich verballert? Weil du einfach weggelaufen bist vor mir? Ja? Ah, oh, nervig. Ich glaube, Jade ist wirklich ein Gestein, ein Mineral, was in anderem Gestein entsteht. Unter bestimmten geologischen Voraussetzungen. Sodass, wenn man Jade abbaut, man das wirklich bergwerksmäßig machen muss. Es steht nicht frei herum wie hier. Es wächst auch nicht, wie ein Stalagmit eigentlich wachsen würde. Wobei, das ist von der Form her ja auch kein Stalagmit. Das hier ist ja noch irgend so ein Tropfstein, so ein Stalagmit. Aber die Jade, die hat ja so ein bisschen so etwas fließendere Formen. Das passt alles hinten und vorne nicht. Rein geologisch, mineralogisch. Na, tut's weh? Mir nicht. Müll, was hab ich denn hier da vergessen? Brrr. Hoffentlich keine Jade. Ja. Tja. Doof ist es, hä? Ja, diese Spinnenwerfer, diese Netzwerfer-Spinnen, die interessieren mich eigentlich relativ wenig. Die heizen mich nur tierisch auf. Apropos Kampf und Spinnen. Wir kriegen hier ja echt ganz gute Erfahrungspunkte. Wir sind schon bei 60.000 gewesen am Beginn der Episode. Ich glaube, das wird jetzt sehr schnell sehr viel mehr. Ihr seid hier hinten vor mir nicht sicher. Doch, seid ihr. Weil ihr einfach an mir vorbeihinkt mit euren viel zu vielen Beinen. So, welche von euch ist die Angezählte? Huh? Die fast Tote. Du. Und du bist die jetzt fast Tote und jetzt ganz Tote. Komm her. So, Ruhe. Im Karton. Früchtekuchen. Und hier ist die Höhle zu Ende. Ja, das hier ist vielleicht so ein Bogen und dann war's das. Da ich ja vermute, dass es mehrere Höhlen gibt, vermute ich nicht, dass die einzelnen Höhlen so wahnsinnig groß sind. Also so ein Kaliber wie so diese Schwefelmine kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Das gäbe viel zu viel Jade für mich, die ich gar nicht verarbeiten kann, weil es mir an Kupfer fehlt. Hier wieder Hasen und Igel mit mir. Aber mir passiert nicht viel. Nur nervig. Immerhin können sie mich jetzt immer weniger in irgendwelche Bereiche ziehen, wo da die nächste Spinnenschar auf mich wartet. Du kannst hinrennen, wo du willst. Da ist niemand mehr, der auf dich hier wartet. Um mich in einen Hinterhalt zu locken oder vielmehr den Hinterhalt, der Hinterhalt zu sein, in den du mich locken willst. Spinnchen, das wird nix. Und du bist in einer Sackgasse. Hihihi. Na? Ja, der kritische Schlag, der macht schon einiges aus. Jade für die Wade. Sehr gut. Ich baue das mal gerade ab hier, diese drei Sachen. Und da kommt gleich die nächste angekrabbelt und sucht Ärger. Das machen wir gerade mal gemeinsam hier. Das sind zwei.
Sind das zwei Teile oder ist das einer? Das ist einer. Laut Karte ist es einer. Aber ein großer. Oh. Ja. Schwert ist besser als Spitzhacke. Und macht der Gang hier nur einen Bogen, so wie ich es vermute? Oder wie ist das hier? Baklava. Dieses ganze Satans, Ananas und so Zeug, das müssen wir uns auch noch alles anschauen. Dieses Pilze in Schleim verwandeln und damit irgendwelches Saatgut antriggern. Ich glaube ja, dass wir das Saatgut dann jeweils neu machen müssen, richtig? Also, wenn wir eine Satans-Ananas oder wie die auch immer heißt, wenn wir die einmal haben und die ernten, dann wird die keinen Satans-Ananas-Samen produzieren. Oder wenn sie einen Samen produziert, wird es nur ein ganz normaler Ananas-Samen sein, den wir dann wieder ja weiterentwickeln müssen. Und ansonsten müsste man das ja nur einmal machen und das würde dem Spiel irgendwie widersprechen. Ne? Leg dich hin. Wir haben 65.000. Oha, das ist schön. Noch 10.000 Punkte, das geht schnell. Also eine Höhle. Weniger als eine Höhle. Oder draußen noch ein bisschen die nächste Höhle erstmal finden und da halt erkunden. Und dann haben wir es schon. Kuchen. Ja, schöner Schaden. Oh, Merit, wenn du hier mit so einer Steinaxt mit Turnschuhen und T-Shirt unterwegs wärst, du wärst sowas von tot nach dem ersten Schritt. Aber so, was schert mich diese Dummspinne da hinten, ne? Ein kritischer Hieb, tot. Dann komm mal her hier mit deiner Spitzhacke. Das nehmen wir mit. Und ja, die Höhle ist gleich erkundet. Eine, was ist das? Eine 8 mit Haken. Oder eine durchgestrichene 0. Das war Sumpfhöhle Nummer 1. Wir werden uns alle angucken. Alle. Du bist jetzt hier die letzte Spinne. Mach jetzt hier kein Theater. Ah, doch, Theater, ja. Ah. So eine Armee von diesen Blasrohr-Ladies als Verstärkung, das wäre jetzt hier genau das Richtige. Oder diese Steine werfenden Affen. Nun gut, das haben wir geschafft. Das war Höhle Nummer 1. Und wir kämpfen in der Episode draußen noch ein bisschen weiter. Ich versuche mal noch den nächsten Höhleneingang zu erreichen in der Episode hier. Dann kann ich dort nämlich einen Teleporter bauen, Offcam. Dann können wir da ziemlich schnell wieder rein. Wo ist denn das? Das ist ja eigentlich gar nicht weit. Aber Vorsicht, da gibt es nämlich ein paar Gegner hinterm Busch. Das hier ist Fern, oder was ist das? Du bist nicht der Sumpfdill, oder? Nee, du bist gar nichts. Ist nur ein Weg. Na du? Und das muss auch noch weg. Sonst wird es nichts mit dem Durchkommen. Nicht übermütig werden, nicht übermütig werden. Guck, guck. Ah, der hat meinen guten Hieb geblockt. Der blockt wie ein Weltmeister. Aber immerhin. Dein Filet kommt in den Topf und wird gulaschisiert.
War hier was Neues dabei? Es war so gelb. Nee, es war auch nur ein Bernstein. Erst ein Fleisch, also puh. Das mit dem Gulasch ist so eine Sache, ja? Fleisch können wir nicht nachzüchten. Was ist eine Sackgasse hier? Vorsicht. Ah, komm hier raus. Schäle dich raus, Merit. Ja, die Waldpilze wollte ich jetzt nicht mehr pflücken. Die brauche ich nicht. Ich kann die in rauen Mengen selbst züchten. Kostet mich nur Wasser. Das ist echt viel hier. Hör auf, das Zeug zu pflücken, Merit. Mensch, du bist echt ein bisschen viel vergiftet gerade. Und ich habe keine Kühe mehr auf der Schnellleiste. Scheiße. Ich habe noch welche dabei, aber wie komme ich da hin? Schnell! Futtern, wie ein Muttern. Mann! Das war knapp. Quack, quack. Das ist immer noch knapp. Also, deren Gift ist auch echt böse, ja? Die Schlange ist ja völlig wurscht, aber diese Gevattern hier. Der spuckt mich nur an und das ist so derartig ätzend. Wie machst du das, wenn du mal hier einen Zungenkuss machen willst, hm? Da ist deine Partnerin gleich hinüber. Gleich da am ersten. Ih, guckt euch das an. So ein ätzender Speichel von dieser Kröte. Oder bist du das Weibchen? Das weiß man nicht so genau. Was? Oh, hier. Gut, der Schlangenbiss ist nicht so schlimm. Oder Eisenspeer brauche ich. Das hier auch alles. Das ist alles teuer errungen. Das sind die verfaulten Gräben. Die nehme ich mal auch, weil die brauchen Sumpfwasser, damit ich sie anbauen kann. Und das gibt halt jeweils diesen Giftbatsch, wenn ich das hole, das Zeug. Das ist nicht so schön. Hier wäre die nächste Höhle. Alles Waldpilze. Benutze Dynamit. Habe ich das dabei? Ja, habe ich. Dann schauen wir uns das Spektakel an. Das ist echt schön animiert mit dem Dynamit. Und da ist die nächste Höhle offen. Aber da gehe ich jetzt nicht rein. Ja, Sumpfdill ist eine Frage. Wo ist dieser Sumpfdill? Na gut, es kann ja sein, dass das irgendwo weiter hinten ist. Es war ja auch so auf dem Archipel in den paradiesischen Inseln, dass wir da auch manche Sachen wie Bananen erst weiter hinten hatten und nicht schon ganz vorne. Wir sind gar nicht so weit weg von dem Force of Nature Altar, aber trotzdem werde ich anfangen jetzt hier mit einem lokalen Teleporter zu arbeiten, den ich dann abreißen kann und irgendwie versetzen kann. Dann haben wir hier eine Höhle und noch diese drei weiteren Höhlen. Und da müssen wir mal gucken, wo es hier irgendwo hingeht, zu einem Boss oder so. Wahrscheinlich eine riesengroße Spinnenmutter. Okay, dann, was machen wir noch? Wir machen noch die eine Erkundung in der Episode. Nämlich die Alchemie, nee, Tränke. Tränke mischen. Tränkekunde. Weil ich mir nicht erklären kann, wie ich eigentlich Gegenmittel herstelle. Vielleicht, ja, das sollten wir auf jeden Fall mit dabei haben, weil das der Giftschaden, der macht uns echt gerade das Leben im Sumpf zur Hölle. Alles andere geht. Und der Gulasch, da bin ich noch nicht so überzeugt davon, dass das wirklich in ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Wegen des Fleisches. Oh, hier, ganz wichtig. Ihr müsst bitte vor euch hinarbeiten, immer. Also, Forschungstisch, du brauchst Wasser, Jadebarren, drei Papyrus und Tinte. Tinte haben wir hier. Achso, Papyrus. Habe ich noch Papyrus? Drei Stück? Ja, habe ich. Und einer der Jadebarren. Schwerungen wird bei der Erforschung jetzt komplett kaputt gehen. Schade. Erforscher Tränkekunde. Was können wir dann damit machen? Und pflücke Pilze währenddessen. Schwupp. Ah, das bringt mich zur Alchemie Level 2. Richtig, so war das. Tränkekunde selbst. Rubinlösung. Ach, ich kann Lösungen herstellen. Aha. Am Alchemietisch.
Ich kann einen Hexenkessel bauen. Ach, da mache ich vielleicht dieses Gegenmittel. Das kann sein. Was macht denn Rubinlösung und Bernsteinlösung? Was soll das sein? Das ist einfach nur eine Ressource. Das ist natürlich eine teure Ressource, denn ich kann Rubine ja nicht herstellen. Die finde ich nur bei Gegnern. Bernsteinlösung genauso. Und das, was wir neu bauen können, ist jetzt ein Kessel tatsächlich. Kann nur innen platziert werden, da erstickst du ja Merit. Und der braucht dreimal Jade. 10 Gläser, wow. Ah, den bauen wir noch. Das haben wir alles. Irgendwie haben wir das alles. Also, 1, 2, 3 Jade. Was war's? Wie viele Gläser? Ich weiß nicht mehr. 6 Papyrus. 25 Seile habe ich. 10 Glasflaschen. Ich habe bisher nur eine. Oh, das könnte ein bisschen knapp werden. Wie viel Barren? Ich brauche echt eine Barren für so eine Glasflasche. Wow. Von 14 noch übrigen Glasbarren gehen jetzt mal gerade eben 9 drauf. Einfach so. Cool, das reicht hoffentlich. Wahrscheinlich nicht. Zieh dich mal um, Merit. Das ist mir alles so langsam hier. Glut. Reicht das? Ja, bitte alle Geister hier dran. Das ist jetzt wichtig. Was brauche ich noch? Habe ich 25 Nägel, 35 Bretter. Oh, Nägel könnten... Nee, haben wir noch genug. 25 Nägel und die Bretter. So, Seile 25 Stück. Das muss hier irgendwo sein. Ach so, da können die ganzen Giftgeschichten rein. Und die Jade, die brauchten wir doch für... Also die rohe Jade für so ein Amulett, richtig? Das den verbesserten Giftschutz hat. Amulett des Giftwiderstands, genau. 20 Faden und 5 Giftzähne. Das können wir machen, während die Geister noch die Glasflaschen blasen. Und Lungen. Wie viel waren das? Ah, ich nehme alles mit. Das und dieses Blech, das haben wir hier. Und die Giftzähne natürlich. Da. Achso, und dein Stahlschwert kannst du eigentlich hier in den Schredder tun. Das brauchen wir nicht, das kann dann irgendein Geist mal machen. Während wir uns ein neues Amulett basteln des Giftwiderstands. Das machst du bitte genau jetzt. Ah, das dauert lange. Da ist es gelungen. Und der Giftschaden, den Merit erleidet, der verringert sich nunmehr auf 44%. Sehr gut. Die Geister haben auch die Flaschen fertig. Das heißt, wir können jetzt auch noch diesen Kessel setzen. Kommt hier hinten irgendwo in die Ecke. Ach, das Symbol des Kessels ist ein ganz anderes, wie er eigentlich aussieht. Ja, dann passt du ja irgendwie hier dazu. Und dann verstehe ich auch, dass du nur im Haus gebaut werden kannst. Ich dachte, es wäre wirklich nur so eine Feuerstelle mit so einem Hexenkessel drauf. Stattdessen bauen wir so einen richtigen weiteren Alchemie- und Labortisch. Erstmal ein stabiles Holzgerüst. Dann eine kleine Platte. Rund ausgesägt. Ah, da kommt eine metallene Feuerstelle. Und dann kommt da der große Kessel. Und die Chefflöffel, sehr schön.
Und ein paar Flaschen. Und noch ein paar mehr Flaschen. Und noch Feuerholz. Wow, was hängt da? Guckt euch das an. Moment, wir gucken erstmal rein. Das müssen wir uns gleich nochmal genauer anschauen. Also, hier können wir die Tränke machen, tatsächlich. Ein Gegenmittel. Ein Gegenmittel von schlechter Qualität. Oh, braucht Sumpfwasser. Unheimlichen Traubensaft. Und Gift. Oh, okay, jetzt kommt ja alles zusammen. Weil für diese Eulendingensbummensrüstung brauchen wir ja tatsächlich das Gegenmittel. Wobei ich nicht weiß, von welcher Qualität es sein muss. Ist vielleicht auch egal. Wobei, es ist ja immer das Gleiche, was ich hier brauche. Der Herstellungstisch zeigt die Qualität der hergestellten Tränke. Experimentiere mit den Schiebereglern herum, um den Qualitätsabstieg anzuschauen. Oh. Es wird ein starker Trankgegenstand hergestellt, wenn die Qualität 85% oder mehr übersteigt. Falls die Qualität unter 60% liegt, wird ein schwacher Trank hergestellt. Welcher Schieberegler? Experimentiere mit den Schiebereglern herum. Also, ich sehe im Moment keinen Schieberegler, wenn ich ehrlich sein soll. Aber es ist erstmal gut, dass hier entsprechend die Zutaten immer die gleichen sind. Das heißt, es ist, glaube ich, auch egal, welche Qualität der Trank hat oder das Gegenmittel hat, wenn wir es für die Rüstung brauchen. Ausdauertrank gibt ordentlich Ausdauer. Mana-Trank ist natürlich für Mana und... Ah, so ein Heiltrank wäre schon nicht schlecht. Ach, der braucht Rubinlösung, verstehe. Ein Vitamingetränk. Aus Perlmutt und teuflischem Ananassaft. Das halte ich für ein Gerücht. Na gut, ihr Quirlinge, das soll es mal für diese Episode gewesen sein. Ach so, das will ich noch euch anzeigen hier. Das ist doch schön. Da hängt so eine Hexe hier mit dem Schwanz an diesem Seil geknotet. Hängt hier drunter. Das finde ich gut. Und irgendwelche grünen Giftbrocken, wahrscheinlich von diesem Spucker. Hier noch ein Schädel aus dem Canyon. Pilze, Flaschen und Zeug. Ja, das ist sehr schön. Das gefällt mir gut. Wow. So, ja gut, Merit. Also, was mache ich jetzt offcam? Ich werde offcam erst einmal in den Canyon zurückkehren, um dort weiteres Kupfer abzubauen. Denn, ja, wir brauchen Kupferblech, um Jade zu machen. Das wird alles verhüttet, damit wir hier ein Kupferblech haben, so viel wie wir brauchen. Währenddessen kann schon mal die Jade vorgeraspelt werden. Ja, und ansonsten, ach so, ja, das ist mit diesen Samen hier, das ist halt so ein Ding. Wir brauchen hier so teuflische Ananas und so ein Kram. Um das zu machen, brauchen wir hier vor allen Dingen diesen Schleim. Diesen Schleim machen wir in der Presse. Jetzt lasst uns mal schauen, was wir dafür brauchen. Ihr wisst ja mittlerweile, wie ich hier in meinen Gewächsbeeten Pilze anbaue. Das kann ich ja auch mal off-cam in einer größeren Menge machen, damit wir hier Schleim haben. Dieser Schleim braucht einfach nur das Höhlenrotzkäppchen, um es auszupressen. Und das... Oh, das ist Rezept Nummer 1. Oder... Ach so, das Rotzkäppchen von draußen oder das Rotzkäppchen aus der Höhle. Gut, da haben wir ein bisschen was. Aber ich glaube, dass wir das auch in den Beeten nachwachsen lassen können, weil sonst haben wir nicht so viel. Ist das richtig oder ist das falsch? Hier. Höhlenrotzkappe kann ich... Ach, die kann ich einfach mit Wasser anbauen. Das ist gut. Und für die dicke Rotzkappe brauche ich den Rotzkappensamen und dieses Sumpfwasser. Ich würde die Höhlenrotzkappe machen, anbauen, weil dann kann ich ja ganz normal daraus den grünen Schleim herstellen. Also das mache ich auch offcam. Dieses Zeug züchten kostet mich nur Wasser und halt ein paar von den Dingern, die ich aber schon habe. Hier zum Beispiel, die vermehren sich dann hoffentlich. Klar vermehren sie sich, sonst brauchst du sie ja nicht anbauen. Und den blauen Schleim, da kann ich die blaue Nachtkappe für anbauen. Oder die dicke Nachtkappe. Dann baue ich auch die blaue Nachtkappe an, weil das einfach dann auch hier mit Wasser zu machen ist. Also, Pilzzucht, Kupferabbau, tja, Kupferverhüttung, Jade raspeln, hier Zeit vergehen lassen, damit wir genug Permut haben und so weiter.
Und wenn das alles gemacht ist, dann geht's hier weiter für euch am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!